mit 51,32 Knoten. Umgerechnet 95 Kilometern pro Stunde rauscht Andy Laufer durch den Hochgeschwindigkeitskanal im Westen Namibias. Deutscher Rekord. Allerdings war sein Erfolg bei der Lüderitz Beach Challenge nur eine Woche. Vor zwei Tagen wurde dieser Geschwindigkeitsrekord erneut geknackt. Der Contest kam für Profisurfer Andy spontan. Das heißt, ich fliege dann wirklich runter, wenn Sturm angesagt ist. Und heutzutage sind die Wettervorhersagen natürlich so gut, dass man dann auch spontan runterfliegen kann. Und es hat echt gut geklappt. Ich bin leider jetzt einen Tick zu früh abgeflogen, weil die Vorhersage für diese Woche nicht so gut war. Und da habe ich gedacht, okay, ich glaube, das reicht nicht. Bin nach Hause geflogen und tatsächlich war am letzten Dienstag, also vorgestern, ungefähr eine halbe Stunde richtig guter Wind und da hat Gunnar meinen Rekord wieder um 0,4 oder sowas überboten, 0,3 oder 0,4 Knoten. Mit 48 Jahren gilt Andy Laufer immer noch als einer der besten Windsurfer der Welt. Also es ist eine bestimmte Strecke, das sind genau 501 Meter und auf dieser Strecke wird die Durchschnittsgeschwindigkeit gemessen. Meistens mit einer Lichtschranke, manchmal auch mit einer Videoüberwachung. Wird dann vom englischen Segelverband noch abgesegnet das Ganze und dann noch bestätigt die Zeit. Genau, und unsere Geschwindigkeiten sind so ungefähr 95, 96 km/h im Schnitt auf 500 Meter. Der Profisurfer lebt mit seiner Familie am Ammersee, trainiert am liebsten auf Maui. Auch in Herrsching lässt es sich prima surfen. An die afrikanischen Winde kommt das Klima aber nicht heran. Da herrschen genau um die Zeit sehr viele Winde. Das heißt, immer dieser Südostpassat kommt da vorbei und da geht der Wind teilweise hoch bis 10, manchmal sogar 11 Windstärken im besten Fall. Dieses Jahr hatten wir so zwischen 8 und 9 Windstärken und sind jetzt schon knapp am Weltrekord dran. Das heißt, wenn jetzt mal wirklich richtig gut 10, 11 Windstärken sind, dann könnte es schon passieren, dass wir in Richtung Weltrekord dann eben auch kommen. Auf der Jagd nach dem Weltrekord hat Andy Laufer bisher einige Highlights erlebt. Er beobachtet vor allem eine Entwicklung. Das Ganze ist ein bisschen professioneller geworden. Also wenn ich jetzt das Ganze vergleiche so mit früher. Früher waren eben oftmals auch Partys im Mittelgrund bei Events. Wir sind teilweise direkt von den Partys direkt aufs Brett gestiegen, ohne Schlaf und haben deutsche Meisterschaften gefahren. Das wäre heute undenkbar. Der Level ist so hoch geworden, da muss man schon ordentlich trainieren. Beim Speedfahren ist es nicht ganz so schlimm, weil man da eben wirklich nur auf 500 Meter konzentriert ist, auf diesen Topspeed. Da braucht man eben muss man viel Erfahrung mitbringen und ich bin 48 jetzt mittlerweile schon und von dem her, aber unser Vorteil ist eben die Erfahrung, die wir mitgebracht haben. Die Lüderitz Beach Challenge geht noch bis zum 25. November. Wenn die Windprognosen günstig sind, kann es gut sein, dass Andy nochmal nach Namibia reist, um den deutschen, wenn nicht sogar den Weltrekord zu knacken.